Auch diese Woche gibt es spannende Themen für euch. Es ist Weihnachten, Winter steht vor der Tür, ein Weihnachtsmarkt hier mitten am Alexanderplatz. Ich habe meine Handschuhe, meinen Schal und meine Mütze schon rausgekramt, weil es wirklich kalt wird. Aber trotzdem haben wir richtig tolle Themen für euch und das sind diese. Weihnachten steht vor der Tür. Die Schöne und das Biest, das Musical, verzaubert jeden. Misery, der Psycho-Thriller von Stephen King. Und ich wieder beim Speedfit mit neuem Ernährungsplan. Gott sei Dank kann man sich auch auf dem Weihnachtsmarkt ein wenig aufwärmen und nicht nur mit einem Glühwein, sondern auch schön mit Holz und reichlich Feuer. Das ist sehr wohltuend. Aber wo es auch schön warm ist, ist es in einem Museum. Denn es gibt ein Museum mit ganz vielen verschiedenen Krippenarten, die aber auch auf verschiedene Arten und Weisen dargestellt werden. Welche das sind, seht ihr jetzt. Eine Muschel als Krippe oder ein Flaschenkürbis. Um die Weihnachtsgeschichte darzustellen, haben sich Christen in aller Welt was einfallen lassen. Aus gewöhnlichen Haushaltsgegenständen bzw. Naturmaterialien basteln sie kunstvolle Werke, die man zurzeit in der alten Münze am Molkenmarkt bewundern kann. Was Sie im Hintergrund sehen können, sind die sogenannten Krakauer Krippen. Das ist etwas ganz Besonderes. Die waren in der Zusammenstellung noch nie irgendwo zu sehen, in der Größenordnung. 30 Stück sind hier zu sehen. Die haben eine Historie. Im 19. Jahrhundert, am Anfang des 19. Jahrhunderts, sind die von den Krakauern gebaut worden, und zwar von Handwerkern, von Bauhandwerkern, die im Winter arbeitslos waren. Die fingen an, so eine Krippen zu bauen, und dann haben wirklich am Anfang Kinder mit Staniolpapier, mit kleinen Resten es gebaut, und es wurde immer künstlerischer. Und heute gibt es regelrechte Ausstellungen in Krakau, wo wirklich Gott und die Welt hinkommt, um sich das anzuschauen. 180 Meisterwerke werden in der Ausstellung Die schönsten Krippen der Welt präsentiert. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Erzählt wird die Geschichte der Geburt Christi und andere Szenen aus dessen Leben. Höhepunkt ist die Krippe von Angela Trippi. Ihre inzwischen weltberühmten Figuren sind aus Ton geformt, handbemalt und mit Stoff und Beigaben vollendet. Mir gefällt die Trippi-Krippe am besten, weil sie so kunstvoll ist. Aber wir haben natürlich noch viele andere schöne Stücke. Da ist für jeden Geschmack etwas Interessantes dabei. Schon das Ambiente der Ausstellung, eine Komposition aus Licht und Farben, verbreitet weihnachtliche Stimmung. Die Krippen sind noch bis zum 5. Januar zwischen 10 und 20 Uhr in der Alten Münze in Mitte zu sehen. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 6 Euro. Für Kinder gibt es hier am Alexanderplatz auch reichlich zu erleben. Wie man nämlich schon sehen kann, ich reite gerade auf einem Pferd und werde auch schon wieder fast zu einem Kind. Aber in Kreuzberg gibt es auch einen Weihnachtsmarkt von einer ganz speziellen Sorte. Wie der so aussieht, zeigt Ihnen meine Kollegin Ina Buchholz. Etwas versteckt auf dem Bergmannhof, hinter dem Einkaufszentrum in der Bergmannstraße, befindet sich der erste Kreuzberger Wintermarkt. Mit lediglich 27 Marktständen ist er eher klein, aber fein. Denn jeder bietet Originelles und Handgefertigtes, vornehmlich aus heimischen Gefilden. So zum Beispiel den Berliner Winter. Ein Heißgetränk aus Äpfeln von Streuobstwiesen und Wodka. Ich habe während meines Studiums als Barkeeper gearbeitet und immer Säfte heiß gemacht und die getrunken. Und irgendwann den Saft mit Wodka kombiniert, eine Gewürzmischung entwickelt, die dazugepackt. Und so ist das Rezept quasi entstanden. Etwas exotischer wird es am Stand um die Ecke bei Gangnam Pocha. Hier wird koreanischer Glühwein ausgeschenkt. Normalerweise koreanischer Glühwein mit koreanischen Pflaumen. Und Reissake, also Reiswein und ein bisschen Gewürz dazu. Gangnam Pocha ist ein Restaurant im Prenzlauer Berg. Neben Glühwein bereitet Pureum auch Bulgogi zu. Eine koreanische Spezialität aus Rindfleisch, Sojasauce, Karotten und Zwiebeln. Dazu wird Reis serviert. Freunde von Wild kommen bei Hirsch und Eber auf ihre Kosten. Hier gibt's Würste, Steak und leckere Wildschweinburger. Oben drauf haben wir noch eine eigene Burgersoße, die wir machen. Die ist mit Preiselbeermarmelade und ein bisschen Senf, Ketchup, ein bisschen Mayonnaise.
und noch ein paar anderen Gewürzen, die geheim sind. Und dann machen wir noch, das ist unsere Haussoße, das sind so 6 Stunden lang eingekochte Portweinzwiebeln mit Balsamico-Essig, Rotwein, Portwein und einen Haufen Gewürze. Die werden einfach den ganzen Tag kochen, die ein, bis das eine schöne, sozusagen einen schönen Geschmack und eine schöne Konsistenz hat. Und die kommen dann als Geschmacksträger mit auf den Burger. Auf der Suche nach originellen und dazu nachhaltigen Weihnachtsgeschenken wird man auf dem ersten Kreuzberger Wintermarkt fündig. Pflanzlich gegerbte Lederwaren, Sternlampen, kunstvoll gebundene Bücher oder handgefertigte Naturseifen mit dezentem Duft gibt es hier. Zimt oder nach Schokolade, Minze oder nach Rose oder nach Marzipan, Vanille. Von Seife, die aussieht wie Schokolade, geht's zur Schokolade, die auch welche ist. Von der Bohne bis zur Tafel garantiert handgefertigt von der Manufaktur Edelmond in Luckau. Wir haben keine Konservierungsstoffe drin, wir haben keine Geschmacksverstärker, keine weiteren Zusätze. Also wirklich alles 100% Natur und auch alles in Bio-Qualität. Der neue Kreuzberger Wintermarkt beschränkt sich auf das Besondere. Wenige Marktstände mit vielen kleinen Kostbarkeiten. Die geschützte Innenhoflage im Bergmannhof schafft zudem eine Atmosphäre der Ruhe und Gemütlichkeit. Geöffnet ist bis zum 30. Dezember täglich von 13 bis 21, samstags bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ihr habt doch eure Wohnung doch bestimmt auch schon richtig weihnachtlich geschmückt. Und bald ist auch die Zeit, wo man den Weihnachtsbaum richtig schön dekorieren kann. Aber dafür braucht man auch Deko. Und Käthe Wohlfahrt hat auch alles, was man sich nur vorstellen kann. Und in dem Beitrag, den ihr jetzt gleich seht, sogar alles Handarbeit. Also lasst euch überraschen. Bei Käthe Wohlfahrt am Kurfürstendamm ist das ganze Jahr über Weihnachten. Mehr als 8000 verschiedene Artikel gibt es, vom Schwibbogen über die Spieluhr bis zum Räuchermännchen. Alles gefertigt in kunstvoller Handarbeit. Manche Figürchen bestehen aus zu 50 Einzelteilen und die sind so klein gearbeitet, das kann man sich kaum vorstellen, dass man sowas mit der Hand machen kann und mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Und das macht natürlich auch eine Wertigkeit. Entwickelt werden die Produkte in der hauseigenen Werkstatt in Rothenburg. Die Umsetzung erfolgt in traditionellen Handwerksbetrieben. Zunächst muss die jeweilige Figur aus einem kleinen Holzstift gedrechselt werden. Fingerfertigkeit und Augenmaß sind gefragt. Ebenso bei der anschließenden Bemalung. Das ist jetzt vorwiegend die Arbeit des Drechslers. Und dieser kleine Mausebär, der besteht aus 7 Drehteilen. Die muss der Drechsler erst schneiden, verleimen, dann kann man es bemalen. Und wenn Sie da reinschauen, wie viele winzige Kleinteile da drinnen sind, dann sieht man eigentlich schon den Mordsarbeitsaufwand, der wirklich da ist. So sieht es dann bemalt aus. Neben dem Angebot an traditionellem Weihnachtsschmuck gibt es auch Jahr für Jahr Neuentwicklungen. Gerade am Standort Berlin dürfen spezielle Wahrzeichen nicht fehlen. Und jetzt muss man aber sagen, dass natürlich in Berlin auch der Vorteil des großen internationalen Tourismus natürlich auch mit da ist und auch der Berliner sehr stolz auf seine Stadt auch ist. Und dann haben wir uns gedacht, dann nehmen wir doch ganz einfach spezielle Berlin-Produkte auch mit ins Sortiment und haben eben da beispielsweise das Brandenburger Tor mit hier im Angebot, in dem Fall aus Glas gefertigt. Oder hier die Gedächtniskirche, einen ganz zauberhaften Berlinbären mit und ohne Weihnachtsmütze. Oder natürlich dann auch so andere Dinge, die auch die Kinder begeistern. Berliner Flair auch bei den Weihnachtsbaumkugeln. Käthe Wohlfahrt ist zwar ein fränkisches Unternehmen mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber, die Familie stammt jedoch aus dem Erzgebirge. Die Wohlfahrts flüchteten nach dem Zweiten Weltkrieg vom Vogtland in den Westen. 1964 gründete Wilhelm Wohlfahrt dort die heute weltberühmte Firma, benannt nach dem Namen seiner Frau Käthe. In diesem Jahr wurde 50-jähriges Bestehen gefeiert. Der Shop am Kudamm ist ganzjährig geöffnet und aufgebaut wie ein Museum. So können neben Kaufinteressenten
auch Schaulustige auf ihre Kosten kommen. Tschüss! Ja, während ich hier meine Fotos mache für die, als Erinnerung und vielleicht auch für die Familie zu Weihnachten, geht's für euch ab in die Werbung. Tschüss!